In Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. ATV Gesundheit ist eine Kooperation von ATV und der Hessing Stiftung sowie der Hessing Park Klinik. Business TV. Hallo, herzlich willkommen. Bei uns geht es jetzt um Ischias-Schmerzen. Wir wollen Ihnen zeigen, welche Ursachen da in Frage kommen und wie man das dann behandelt, mit und ohne OP. Das begrüße ich jetzt bei mir, die Wirbelsäulenspezialisten der Hessing Park Klinik in Augsburg, Professor Dr. Matthias Oertel und Dr. Felix Hohmann. Hallo, grüß Sie. Hallo, Herr Klugert. Kommen wir mal zu den Ischias-Schmerzen. Was genau ist denn das? Wie muss man sich das vorstellen? Ischias-Schmerzen sind Schmerzen, die ins Bein ziehen. Der Nervus ischiaticus ist der Nerv, der von der Wirbelsäule aus über die Pobacken, eigentlich an der Hinterseite des Beines, runterstrahlt bis zum Fuß. Und als Ischias-Schmerzen werden in der Regel Schmerzen bezeichnet, die entlang dieses Nerven verlaufen. Ob jetzt immer die Hinterseite dann speziell wirklich gemeint ist oder auch mal seitlich, also so generalstreifenmäßig an Beinen, das ist mal dahingestellt. Aber Ischias-Schmerzen sind Schmerzen, die ins Bein ziehen. Also Ischias ist der Hauptnerv, der dann ins Bein geht. Wo treten sie denn genau auf? Also Gesäß oder auch wenn der bis nach unten geht, bis zum Fuß, auch mal unten im Bein oder auch mal hier oben an der Wirbelsäule? Wo genau treten diese Schmerzen auf? Die gehen von der Wirbelsäule aus und strahlen über die Hüfte dann ins Bein herunter. Und zwar hat der Ischias auch verschiedene Anteile. Und je nachdem, welcher Anteil betroffen ist, kann es mal bis in die große Zehe ausstrahlen oder nur bis zum Knie. Und da kann man dann ablesen, welcher Teil vom Ischias auch betroffen ist. Ist der Hexenschuss denn auch so ein Ischias-Schmerz oder ist das was anderes? Der Hexenschuss kann ein Ischias-Schmerz sein. Von der Entstehung her ist er allerdings ein anderer. Da ist der Nerv nur mittelbar betroffen. Der Hexenschuss wird generiert an den kleinen Gelenken, an den sogenannten Facettengelenken und wird ins Bein projiziert. Kann aber große Schmerzen verursachen, so ein Ischias-Schmerz. Also tut weh, man merkt das schon. Manchmal geht aber auch von selber wieder weg. Also wie kann man das denn jetzt rausfinden, woran es liegt und ob es was Ernstes ist oder ob es was Harmloses ist? Wenn man den Patienten befragt, dann kann einem angeben, ob auch Gefühlsstörungen im Bein bestehen. Und wenn man ihn untersucht, kann man auch feststellen, ob Lähmungen im Bein sind. Das sind immer die ernsteren Anteile der Beschwerden. Wenn es nur eine Ausstrahlung ist, die jetzt auch nicht so stark ausgeprägt ist, dann kann man sicherlich erst einmal mit den Hausmitteln und dann mit weiteren medizinischen Mitteln behandeln. Aber wenn der Schmerz vernichtend stark ist, dann ist Handlungsbedarf und man muss das weiter untersuchen. Man geht ja, wenn man sehr starke Schmerzen hat, geht man ja eh zum Arzt. Da wird dann untersucht. Wie machen Sie das? Also wie gehen Sie vor? Erstmal natürlich Anamnese abfragen, natürlich was genau passiert ist. Fragt man erstmal die Symptome ab und viele Patienten erzählen ja schon, in welche Richtung das gehen könnte. Nämlich, wenn der Schmerz eindeutig ins Bein ausstrahlt und entsprechend den klassischen, wie wir es nennen, Dermatomen, also dem Nervenausbreitungsgebiet folgt, dann ist das schon ein deutlicher Hinweis, dass ein Nerv direkt getroffen wurde, zum Beispiel von einem Bandscheibenvorfall oder von einer Enge, die dann plötzlich exazerbiert, die also schlimmer wird. Vielleicht ist noch ein bisschen ein Bandscheibenvorfall hinzugekommen und dann kann es schon mal deutlich mehr werden. Wenn die Patienten aber sagen, dass sie immer dann Entlastung bekommen, wenn sie einen Einkaufswagen benutzen, also ein bisschen leicht nach vorne gebeugt oder wenn Radfahren immer problemlos funktioniert, und stehen aber nicht, dann ist es eher ein Hinweis auf eine Stenose, also auf eine Engstelle und weniger auf einen Bandscheibenvorfall. Und das Dritte ist, was wir chirurgisch behandeln können, ist die Instabilität. Und da ist ein ganz wichtiger Hinweis, wenn die Patienten erzählen, dass sie beim von Überbeugen wieder aufrichten Schmerzen bekommen oder aber wenn sie beim Drehen im Bett von links nach rechts im Schlaf oder rechts nach links dann plötzlich aufwachen und massive Schmerzen bekommen, dann ist das ein Hinweis für eine Instabilität im Bereich der Wirbelsäule. Das heißt, eigentlich können Sie durch Befragen schon genau feststellen, wo die Ursache liegt. Natürlich klären Sie es danach noch ab, oder? Man kann es genauer am Schluss nur durchs Bild sagen, wo der Nerv gedrückt wird oder eingeengt wird. Das kann man allein durch Befragen untersuchen, am Menschen selber nicht feststellen. Man hat schon erste Hinweise. Hinweise und kann auch die Ernste der Situation beurteilen. Aber dann das Feintuning geht über die Untersuchung und da kommt die Kernspintomographie, das sogenannte MRT,
zum Einsatz. Wo man dann ganz fein die ganzen Strukturen, das Gewebe auch darstellen kann. Weichteile, die Nerven, Bandscheibenvorfälle, Entzündungen, auch das kann man damit feststellen. Dann kommen wir jetzt mal zu den Ursachen und zur Therapie, die wir gerade schon angesprochen haben. Das war jetzt Bandscheibe, das war die Spinalkanalstenose, also die Verengung des Wirbelkanals, und das war die instabile Wirbelsäule, wo Wirbel gleiten und so weiter. Dazu haben Sie ein paar Bilder mitgebracht, vielleicht gehen wir es dann einfach mal durch. Bei dem ersten Bild sieht man den großen Bandscheibenvorfall, der hier auf den Wirbelkanal drückt. Auf beiden Bildern ist es zu sehen. Wir sind noch nicht ganz im Bild, noch sieht man es nicht. Jetzt, glaube ich. Genau. Da sieht man. Einmal hier den Bandscheibenvorfall, wie er nach unten hängt, der hier ausgetreten ist aus der Bandscheibe. Und hier, wenn man ein Querschnittsbild macht, sieht man das Schwarze, was dort einfach nicht hingehört, und den Platz für den Nerven. Also hier ist die Bandscheibe so richtig rausgeflossen. Ja, wie so eine ganz große Träne, ja. Und jetzt am nächsten Bild sehen wir den Wirbelkanal, wie er in der normalen Weite ausschaut. Hier sieht man das Weiße des Wirbelkanals. So muss der Wirbelkanal ausschauen. Dieses Weiße wird bei einer Verengung des Kanals verdrängt. Und das sehen wir auf dem nächsten Bild. Da ist das Weiße weg. Und da ist hier nun mit Rot umstrichen der Rest von dem Wirbelkanal, der durch die Verschleißerscheinung des Gelenkes einfach eingeengt wird. Und da können die Nerven eben nicht mehr richtig funktionieren hier und machen Schmerzen und auch Lähmungen. Wie so ein Gartenschlauch, den man abdrückt. Ne? Genau, der Gartenschlauch ist hier abgedrückt und unten am Fuß kommt kein Signal an, und das wird als schmerzhaft empfunden bzw. als Lähmung oder taubes, pelziges Gefühl im Bein. Und Ischias-Schmerz geht dann weg, wenn man das behandelt. Also wenn man den Bandscheibenvorfall oder eben die Spinalkanalstenose oder das Wirbelgleiten, da kommen wir ja gleich noch dazu, wenn man das behandelt. Bei der Bandscheibe, da muss man nicht immer operieren, oder? Das geht auch manchmal von selber weg. Bei der Bandscheibe geht es häufig von selber weg, wenn der Patient keine Lähmungen hat. Also wenn alle motorischen Funktionen noch funktionieren, kann man auch einen konservativen Ansatz wählen. Man kann warten, bis der Körper den Bandscheibenvorfall selbst abräumt. Man kann diesen Prozess aber weder beschleunigen noch verlangsamen und auch nicht mit Medikamenten unterstützen. Die Medikamente wirken nur zum Leisermachen der Begleitmusik, nämlich Verspannung und Schmerz. Das ist das Ziel der konservativen Therapie. Der Körper muss diesen Bandscheibenvorfall selbst abräumen. In dem Moment aber, wo Lähmungen vorhanden sind, wenn der Patient nicht mehr die Treppe steigen kann, nicht mehr den Fuß heben kann, nicht mehr abrollen kann oder auf Zehenspitzen stehen kann, dann ist die beste und zuverlässigste Möglichkeit, diese Funktion wiederherzustellen, die Operation. Konservative Therapie mit Lähmung kann aber auch bedeuten, dass die Lähmung bleibt und der Bandscheibenvorfall weggeht. Und das ist natürlich ein super GAU für jemanden, der nicht mehr Treppe steigen kann, der keine Leiter mehr gehen kann oder der bei schnellem Überqueren der Straße am gegenseitigen Bordstein dann plötzlich hängen bleibt und hinfällt. Und OP heißt, man nimmt die Bandscheibe raus und setzt eine künstliche ein? Oder? Der Bandscheibenvorfall wird entfernt. Die Bandscheibe selber wird nicht herausgenommen, sondern der Vorfall, der ausgetreten ist aus der Bandscheibe. Der Puffer dazwischen, ne? Ja, das ist ein Teil des Puffers, ist ja nur ausgetreten. Die Bandscheibe selber in der Lendenwirbelsäule ist, wie man das hier am Modell auch sieht, ziemlich groß. Und Das Rote ist die Bandscheibe, und wenn da was austritt in den Kanal, so ähnlich wie das hier ausschaut, das Rote, dann wird man das entfernen. Aber die ganze Bandscheibe, der Rest der Bandscheibe bleibt drin. Es ist so, dass man bei einem Bandscheibenvorfall doch in den meisten Fällen konservativ hinkommt, weil die Bandscheibenvorfälle ja nicht immer so groß sind, wie wir es auf dem Bild gesehen haben. Hingegen bei der spinalen Stenose, wenn dort Symptome auftreten, bedeutet es in der Regel, dass man das operativ behandeln muss und den Kanal wieder erweitert. Genau, also bei der Spinalkanalstenose sind konservative Therapien schon relativ schnell an ihren Grenzen, oder? Genau. Das heißt, da ist die OP dann sehr wahrscheinlich. Das heißt, dieser Kanal muss irgendwie wieder erweitert werden. Wie macht man das denn, dass man den wieder weiterkriegt? Man kriegt das relativ gut, wenn man von hinten kommt
und den Knochen wegmacht und auch dieses meist verdickte Band wegmacht, dann hat man diesen Bereich, der hier jetzt von diesem schwarzen V eingezeichnet ist, wieder gewonnen für den Duralsack und dann sind die Nerven auch wieder befreit. Und das mechanische Hindernis, das ist ja wie eine Kneifzange in der Wirbelsäule, die ist dann beseitigt und dann merken die Patienten eigentlich sehr schnell, dass das Laufen wieder problemlos möglich ist. Das heißt, Anbauten, der Körper hat der Knochen angebaut oder ist irgendwas anderes da gewachsen, was man das dann wieder rausnimmt? Das geht wieder weg, das nimmt man weg, ja. Oder der Bandscheibenvorfall kann ja auch für eine Stenose sorgen. Dann haben wir zum Schluss noch, wir können mal über die Bilder weiterschauen. Findest du die Arbeitssonde, durch die man die Operation bei so einem Bandscheibenvorfall durchführen kann? Nur mal, dass man sich das mal so vorstellen kann. Das ist ein minimalinvasiver Eingriff unter dem Mikroskop, ein schonendes Verfahren, wo nicht an den Nerven gezerrt oder gedrückt wird. Das nächste Bild. Wir sehen hier eine Instabilität. Das ist jetzt das Wirbelgleiten. Das ist ein Wirbelgleiten, ja. Genau, die roten Striche müssten übereinander stehen, aber der Wirbel ist deutlich nach vorne, also nach rechts gerutscht, ja, ist nach vorne weggeglitten. Und muss sich vorstellen, hinter dem Wirbel ist ja der Wirbelkanal und wenn sich das verschiebt, dann wird auch der Kanal so abgeschert irgendwann und das macht Rücken und Ischias-Schmerzen. Das muss man behandeln, geht auch nicht konservativ, nehme ich mal ganz stark an, wenn der Wirbel so verschoben ist. Das kommt auf die Beschwerdeausprägung an. Es gibt Leute, die kaum Beschwerden haben, da kann man zurückhaltend sein. Aber dieser Patient hat erhebliche Beschwerden gehabt und wurde deswegen operativ stabilisiert und das sieht man gleich auf dem nächsten Bild. Dass hier die Wirbel wieder übereinander stehen und wunderschön zusammengewachsen sind in der richtigen Stellung. Diese Schrauben kann man nicht durch die Haut tasten, die sind tief unter der Muskulatur verborgen. Die bleiben auch drin? Die kann man drin lassen, lebenslang. Das ist eine Versteifung ja mehr oder weniger, das heißt, diese Wirbel kann man nicht mehr bewegen. Bedeutet das dann auch irgendwo eine Bewegungseinschränkung oder kriegt man das als Patient gar nicht so mit, dass man jetzt... Das ist schon eine leichte Bewegungseinschränkung, zumal in den untersten beiden Segmenten 90% der Bewegung stattfindet. Wenn jetzt aber der Patient sich nach vorne bücken will, dann findet diese Bewegung ja auch ganz, ganz viel in der Hüfte statt. Und die restlichen 1-2 Zentimeter bis zu den Fußspitzen, die werden dann vielleicht noch von der Wirbelsäule übernommen. Und wenn das nicht mehr so ganz geht, dann ist das schon, kann das schon auch ein Ergebnis der Operation sein. Allerdings in den meisten Fällen geht es sowieso nicht so gut und die meisten Patienten merken keine wirkliche Einschränkung der Beweglichkeit im täglichen Leben. Jetzt ein Bandscheibenvorfall, das hört man recht oft, das hat man auch schon in jüngeren Jahren, ich sag mal so mit 40 kann das auch schon passieren. Dieses Wirbelgleiten und die Spinalkanalstenose, ist das was, was eher im Alter passiert oder kann das auch bei jüngeren Patienten passieren? Wir haben zum einen bei dem Wirbelgleiten muss man unterscheiden zwischen einem echten Wirbelgleiten, was durch eine fehlende Verschmelzung zweier Knochenkerne entsteht. Das ist ein Phänomen, was schon sehr früh diagnostiziert werden kann. Das betrifft 8-10% aller Patienten. Und das degenerative Wirbelgleiten ist eigentlich klassischerweise die Erkrankung des Alters. 40 plus. Die Ischialgie oder der Ischiaschmerz und die ganzen Ursachen, die dafür in Frage kommen, plus Therapie. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ihnen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei ATV Gesundheit.